So, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei Harry Potter und der Stein der Weisen in diesen wunderschönen Katakomben, wo wir immer noch unsere, ja, wirklich praktische Examensprüfung absolvieren im Fachunterricht gegen die dunklen Künste. Nein, gegen? Doch, tatsächlich gegen. Wie mich jemand schon berichtigt hat, sind wir nicht in der theoretischen Prüfung, sondern tatsächlich in der praktischen. Hätte ich vielleicht mal nachdenken sollen, bevor ich das letzte Episode verlauten ließ. Logischerweise. Gut, der Unterschied sollte jedem auf der Hand liegen. Was einem auch auf der Hand liegen sollte, ist, dass dieses Spiel jetzt langsam doch schon in ein fortgeschrittenes Stadium kommt. Ich glaube, darunter wollen wir nicht fallen. Ach, wir sind hier oben. Wir sind quasi ein wenig, ganz dezent, nur höher als das letzte Mal in der letzten Episode. So, das Ding zu treffen ist jetzt natürlich wieder hier eine Menge Spaß. You spin me right round, baby, right. Okay, lassen wir das. Ja, da ist eine gute Quirrell. Wir könnten jetzt mal mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit, liebes Lichtlein, darüber, ich möchte schon fast sagen fliegen, aber mit Fliegen hat das wenig zu tun. Sag an, Quirrell, was gibt's? Für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du zum Zaubertrankunterricht kommst. Was? Gleich wieder Unterricht? Nein! Gib mir doch mal eine Pause. Jetzt reicht's aber langsam echt. Der gute Harry muss auch noch die Welt retten nebenbei. Könnt ihr ihm nicht mal eine kleine Pause geben? Egal. So, wir haben jetzt die Prüfung mal eben nach der ersten Minute oder den ersten beiden Minuten dieser Episode mal hinter uns gebracht. Ich würde sagen, das war doch mal erfolgreich und zugleich frohlockend. Jetzt ist die Frage nur, wo ist Snapes Unterricht? War normalerweise immer im Keller, bin mir aber nicht ganz sicher. Irgendwie spackt der Sound gerade ab. So, fragt mich aber nicht, womit das zusammenhängt. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Huh. Egal, wir machen erstmal weiter, oder? Machen wir weiter? Ich bin gerade echt verwirrt. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört. Ich mach mal kurz einen Schnitt. Moment. So, man hat es tatsächlich in der Aufnahme eben nicht gehört. Beziehungsweise man hat es doch gehört, aber wie man vielleicht jetzt an einem kleinen Unterschied feststellen kann, ist dieser Soundfehler jetzt weg. Das war tatsächlich einfach nur ein random Bug, der einfach mal eben passiert ist. Gut, damit muss man leben. Spiele sind auch schließlich nicht unfehlbar. Genauso wenig wie Harry. Und dementsprechend machen wir gleich mal ohne Verzagen weiter. Oha, der Spiegel funktioniert sogar. Derbe, ey. Das ist doch mal hier technische Höchstleistung vom Feinsten. Die Frage ist nur, wo müssen wir... Hallo? Wir haben jetzt Zaubertrankunterricht und wir sind schon sehr spät dran. Danke, Ron. Aber wieso rennst du dann vor mir weg? Ron! Wenn wir zu spät kommen, lass uns beide zusammen zu spät kommen. Renn doch nicht weg, mein Freund. So, gehen wir direkt zum Zauberkunstunterricht? Ja, wir brauchen mal ein bisschen lustige Zaubertränke zusammen. Ein bisschen hier, ne, die Chemikalien in den Topf reinkloppen. Gehen natürlich in die total freundlichen Katakomben. Ich finde es geil, wie Snape einfach hier unten Unterricht hat. Da darf man gleich mal in die ollen Gewölben der Harry Potter Welt, beziehungsweise, wie hieß das Schloss noch? Hogwarts, natürlich Hogwarts, nicht Hogwarts, das darf man nicht verwechseln. Dürfen wir gleich mal in die Katakomben hier unten gehen. Sehr interessant und mysteriös, wie die Musik zu verlauten scheint. Frage ist jetzt allerdings nur, oh, wow, das sieht verdammt, aber wirklich gruselig aus. Also wenn mein Lehrer da so stehen würde vom Unterricht, ich weiß nicht, ob mich das irgendwie amüsieren würde oder ob mir das echt ein Schauer quasi auf den Rücken bescheren würde. Die Schweißperlen perlten Harry von der kalten Brust, als er Snape vor dem kochenden Kessel sah. Das Feuer hörte unendliches Knispern. Knispern? Ach, ich hab's schon wieder verkackt, die Stimmung. Aber ihr wisst, was ich meine. So, wir gehen jetzt hier durch. Ich verschwende keine Zeit mehr. Ich gebe Unterricht in Zaubertränken. Heute wollen wir lernen, wie man einen Mega-Power-Heiltrank mischt. Geil! Du kommst zu spät zum Zaubertrankunterricht, Potter. Das ist unentschuldbar. Selbst für eine Berühmtheit wie dich. 5 Strafpunkte für Gryffindor. Nein! Potter? Geh in die Kerker und hol die Zutaten für den Zaubertrank. Hol Energiebaumrinde, Blumenlauch, Diptam und Flubberrockenschlangen. Beeil dich, sonst gebe ich Gryffindor Strafpunkte. Geh jetzt und komm bloß nicht ohne die Zutaten zurück. Ei, ei, mein Führer!
So, witzig ist natürlich auch, ich meine, als Lehrer könnte man durchaus schon mal vor dem Unterricht seinen Unterricht auch vorbereiten und die Materialien zusammensammeln. Aber nein, Snape hat sowas nicht nötig. Guter Lehrer sein wird sowieso heutzutage viel zu überbewertet. Ich gehe mal lieber weg. Und verdammt, sieht das gruselig aus. Also jetzt nicht so gruselig, dass mir tatsächlich ein kalter Schauer über den Rücken streift. Aber doch schon irgendwie ein bisschen anbiedernd. Was ist das denn da? Das muss Diptam sein. Ach, Saran. So einfach? Ich hab's mir gedacht. Wieso wusste ich es? Ey. Bin ich? Snape mich wohl ausgetrickst hat? Ja, nee, ist klar. Mein Lehrer schmeißt mich einfach mal eben in die Unendlichkeit. Okay, wir fassen zusammen. Snape hat gerade seinen Schüler Harry einfach mal eine Brücke runterfallen lassen, so tief, dass man sie noch nicht mal umsieht. Wir sind jetzt in der unendlichen Dunkelheit und dürfen jetzt was zur Hölle? Und dürfen jetzt erstmal seine Zutaten zusammensammeln. Einfach mal so, weil Snape dachte sich, das wäre eine super pädagogische Maßnahme. Ja, ob ich das jetzt so zu unterstützen weiß, weiß ich jetzt auch wieder nicht. Einigen wir uns einfach mal darauf, dass es ein wenig, es ist auf jeden Fall nicht so freundlich, wie man glauben mag. Die Frage ist natürlich auch, was wir jetzt machen. Ich hier einfach mal ein bisschen zufällig Flipendo durch die Gegend schmeißen. Soll ich? Warum nicht? Hey, wir versuchen es einfach mal. Ich habe ja sonst nichts zu tun heute. Bisschen Flipendo durch die Gegend. Oh, macht ja nichts. So, und das war natürlich jetzt wieder Mr. Mer vom Feinsten. Aber gut, was erwartet Snape denn auch? Er schmeißt uns hier einfach mal in den Abgrund. Was soll man da denn auch erwarten? Die Frage ist natürlich jetzt auch, wie zur Hölle komme ich jetzt darüber? Ich muss irgendwie dieses komische Ding hier in der Mitte befreien. Nur wie mache ich das denn jetzt? Scheint nach einem Rätsel. Ich muss dieses Rätsel unverzüglich lösen. Sonst werden wir in unendlichen Weiten dieses Grabens sterben. Ich springe einfach nochmal runter. Ja, sehr schön, das funktioniert gut. Wir sind darüber gekommen, ich habe das Rätsel gelöst. Was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Klingt das logisch für euch? Natürlich. Ich meine, wie könnte es nicht? So, wir machen jetzt hier mal zufälliges Zeug. Mal sehen, ob es funktioniert. Ich weiß ja nicht, wie das euch geht, aber ich habe seit jeher, seit ich zocke, habe ich in jedem Rätsel, was mir ein Spiel gegeben hat, einfach sinnlos Sachen betätigt, bis es funktioniert hat. Mal sehen, ob das diesmal auch funktioniert. Ja, gut, das ist jetzt hier auch wieder nicht so schwer. Da kann man auch einfach mal ein bisschen durch die Gegend das Zeug schmeißen. Und wer weiß, vielleicht funktioniert es ja. Flipendo, wie der Schwabe sagt, und sieh an. Yay! Das klingt nach einer plausiblen Lösung, Dr. Professor Harry. Jetzt frage man sich nur, warum Snape das von uns wollte oder ob das überhaupt zulässig ist, aber man soll, glaube ich, auch nicht zu viel fragen, weil manche Dinge in der Welt sind einfach nicht erklärbar. So sehr man das auch möchte. Sonst noch irgendwas hier? Nö, aber ich frage mich, wieso das hier so derbe gut ausgeleuchtet ist. Egal. Hey, da haben wir die erste Zutat bekommen. Das war alles Snapes Plan. Was ist das denn für ein Zeug? Zu urteilen, was Hermine gesagt hat, müsste das eigentlich Blumenlauch sein. Natürlich, Blumenlauch. Eine sehr kreative Vermischung aus Lauch und einer Blume. Und es klingt, als hätte jemand in Schleim oder Kacke getreten. Na dann. Oh Mann. So, wir stellen uns hier mal drauf und drücken mal Flipendo. Und sag an. Es wäre natürlich jetzt witzig, wenn hier kein Loch in der Decke wäre und Harry jetzt einfach zerquetscht worden wäre. Das hätte irgendwie auch was mit dem Ganzen aber einen leicht bizarren und vielleicht nicht ganz so kinderfreundlichen Hauch verleihen. Weil ich diese Szene schon für Kinder so mit 12 oder so jetzt gar nicht mal so freundlich finde. Möchte ich meinen. Irgendwie, ich weiß nicht, also so freundlich ist das jetzt auch wieder nicht. Wow, das war jetzt echt Harakiri-Action vom Feinsten. Hätte ich auch einfach mal verrecken können. Oh, so, da hüpfen wir auch nochmal hier rein. Und das ist eine goldene Karte. Ja, Sappalot, da brat mir doch einen an Schwein. So einfach geht der Kokoloris. Ihr merkt, heute bin ich wieder zum Scherzen bis zum Ende auferlegt. Ich weiß auch nicht warum. Heute hat meine Euphorie mal wieder keine Grenzen. Vielleicht doch. Die Frage ist nur, welche Karte haben wir jetzt bekommen? Und die Antwort ist... Eladora Catteridge entdeckte die Verwendung von Dianthuskraut, als sie ihren Kopf in einem Eimer Wasser steckte, wobei sie allerdings fast erstickte. Ja, so den Kopf einfach mal zufällig in einen Eimer voll Wasser zu stecken, warum nicht? So die... Ja gut, okay, das ist jetzt sehr simpel. Pass auf, ich drücke jetzt dieses Ding und links von mir geht die Tür auf. Das war jetzt aber wirklich durchaus schwer. Die Frage ist nur, hätte ich nicht vielleicht links laufen sollen zuerst? Egal, wir laufen jetzt hier einfach mal zielstrebig durch. Oha, was könnte jetzt hier wohl passieren?
Ich gebe euch mal 5 Sekunden Bedenkzeit. Okay, gut, ihr habt es verstanden. Sehr gut. Komplizierte Mechanismen am laufenden Band. Yay! Yeah. So, was mache ich denn jetzt hier? Ja, das ist... Ach so, sag an. Das habe ich ja vorhin hier auch ausgelöst. Ja, das war ein sehr zielstrebiger Sprung und wie man gesehen hat, hat auch funktioniert. Bis auf eine kleine, aber feine Unstimmigkeit in der Ausführung meines Plans. Ne? Politisch korrekt ausgedrückt für, ich bin mal eben einfach in den Tod gesprungen. Muss man auch ab und zu mal machen. So, wir nehmen wieder die Karte auf und Harry macht jetzt wieder episch lange Verzauberung. Hui. Wir haben, wenn man so möchte, unseren Kopf mal eben statt wie in Wasser in einen Eimer voll Dunkelheit gesteckt. Muss man auch mal machen. Sollte jeder von euch einmal im Leben gemacht haben, seinen Eimer in einen Haufen voll Dunkelheit stecken. Nein, ihr wisst, was ich meine. Eieiei, ich sollte aufhören, heute so viel Schwachsinn zu labern. Komm, wir drücken mal hier das Flippel-Ding da. Flippel-Ding. Oh Mann. Hui. So, wir sammeln erstmal die Bohnen hier ein. Vielleicht schaffen wir ja diesmal einen etwas simpleren Sprung. Ich sehe das Ding natürlich nicht. Das ist vielleicht auch ein Fehler in meinem Plan. Sieh an. Ein bisschen Geduld und alles läuft hier wie am Schnürchen. Yeah. Wenn das mal nicht cool war. Ach, ich hätte es auch einfach hier machen können. Aber nein. Riskante Actions liegen mir einfach schon hier im Blut. Und wer wäre Harry, wenn er nicht ab und an mal über die Schränke schlagen würde, ha? Genau. Er wäre wahrscheinlich der Hauptheld von Twilight. Okay, Harry Potter ist jetzt nicht so viel cooler als Twilight, aber... Okay, doch, nein, ich möchte hier keine zufälligen Fan-Hassungs-Attacken auf mich bekommen, aber Twilight ist halt schon... Habt ihr mitbekommen, dass zur Zeit dieser Aufnahme ein Zombie-Twilight in der Mache ist? Ich meine, das ist doch mal das Epischste aller Zeiten. Zombies, die sich verlieben, das ist einfach... Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen, aber oh mein Gott, wo ist unsere Welt angelangt heutzutage? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wo wir allerdings sind, um jetzt wieder back to topic zu gelangen, ist in Harry Potter Welt, die allgemein auch als Hogwarts bekannt ist. Und jetzt müssen wir actionreich über diese fallenden Plattformen springen, um zu einem weiteren Stern zu gelangen. Yay! Das ist quasi auch wie eine Theorieprüfung mit praktischen Elementen von Snape. Oh nein, es ist der blutige Baron. Was bist du denn? Der blutige Baron? Tschüss. Oh nein, es ist der blutige Baron, der hier einfach hin und her schwebt und niemanden was tut. Achso, er macht hier uns quasi die Tür auf für eine begrenzte Zeit. Ja gut, geh du mal blutig sein, Mr. Baron. Nee, ich glaube, ich gehe da jetzt einfach durch die Tür. Ich provoziere den blutigen Baron. Na, komm her. Komm her, blutiger Baron. Du gegen mich. Ha, ich hab dich ausgetrickst. Ja, da sagt noch einer, Harry wäre nicht schlau.